Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ich möchte euch heute den dritten Teil der Compuser-Reihe vorstellen, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Hintergrundbilder ganz einfach einfügen könnt in eure Website. Fangen wir an. Wir klicken auf Start, alle Programme, Compuser und öffnen das Programm Compuser. Ich habe etwas Feedback bekommen zum letzten Video, beziehungsweise zu, also ich rede jetzt nicht von Compuser, nicht von VLC Video, und ich bin eigentlich überrascht, dass es welche kennen, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass es Leute gibt, die Compuser kennen. Klar gibt es welche, das ist logisch, ansonsten würde es das Projekt gar nicht geben oder sonst wäre ich aber das Projekt gar nicht aufmerksam geworden. Aber ich finde es toll, dass es welche gibt, die es benutzen und die sich damit freuen, und ja, ich benutze auch, um meine Website für die zwei Detektive zu schreiben, und ich finde es einfach super, das Programm, und das kannst du echt sehen lassen. Also, wir klicken auf Grafik, und das Gute an Compuser ist, ist eigentlich alles an einem Ort, und zwar kann ich hier die Größe einstellen, soll es die Originalgröße oder benutzendefinierte Größe sein, Erscheinungsbild kann ich wählen, wo soll es platziert werden, oben, Mitte, unten, links, links umbrechen, rechts umbrechen. Und ich will das Ganze hier in der Mitte haben. Und Link, hier können wir noch einen Link einfügen, wenn wir wollen. Also ins Bild. Wir wollen keinen Alternativtext verwenden. Wir tun jetzt erst nach außen, wo wir das Ganze gespeichert haben, auf dem Desktop nämlich. Ich weiß, dass ich an dem Bild kein Copyright habe, das ist mir bewusst. Aber ich meine, ich hoffe, es haben jetzt die Leute nicht, was dagegen, wenn ich das Bild jetzt hier zeige. Ich meine, ich zeige es dann nur, und ich werde auch ganz klar sagen, ich habe kein Copyright drauf, aber ich zeige es dann nur, von dem her begebe ich keine Copyright-Verletzung. Ich tue nichts damit anstellen, ich will es aber euch nur zeigen. So, klicken auf OK. Und jetzt hätten wir jetzt an sich so ein Bild drin. Wir können das Bild noch in der Größe ändern. Wir können es uns herunterziehen, wenn wir wollen, wenn wir es groß haben wollen. Mauscursor drücken und es werden das vielleicht dann aus groß. Wir können es noch größer machen, wenn wir wollen, aber ich denke, das wäre es nicht nötig. Wenn wir hier auf Quelltext klicken, dann sehen wir auch schon, was sich eigentlich geändert, also was eigentlich drin ist, und ja, die Funktion ist natürlich bequemer, und ich hoffe, es wird euch gefallen. Abonniert uns, schreibt Kommentare, und wie findet ihr das Bild? Aber okay.